Moin Moin Leute und hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert Nuzlocke. Wir sind hier stehen geblieben, wir haben im letzten Part leider zwei unserer Teammitglieder verloren. Aber wir werden jetzt so weitestgehend versuchen, diese Verluste auch wieder auszugleichen. Stein ist zwar sehr effektiv gegen mich, aber Eis ist genauso effektiv gegen Stein. Ah ne, warte mal, Eis war nicht sehr effektiv gegen Stein. Ich habe gerade leider am Boden-Eis-Pokémon, Bodengestein-Pokémon gedacht, da war es sehr effektiv. Wie Schnäppchen die ganze Zeit zittert, das ist niedlich. Roxy Level 17. Karasuno noch. Oh nein, Fußgicht. Pflücker, Bonnet. Na, Quit, der war nicht notwendig. Da bin ich sicher. Motor Life Level 15. Rosé kann sich langsam mal weiterentwickeln. Nee. Team Yell. Ja, hopp, wir machen das. Komm, frieren wir beide jetzt einfach mal ein. Au, 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 au. Alles klar, ich kann gleich Pokémon wechseln. Scheiße. Oh Gott, ist das niedlich. Aber Pulverschnee wird genauso niedlich sein. Keine eingefroren, das ist natürlich schade. So klein. Alter, Geradax haut rein. Geradax ist meiner Meinung nach das gefährlichere Pokémon. Ich will es einfach nur paralysieren. Noch Karnowitz gehen. Sehr gut. Ja, ich werde gleich switchen. Ach, das gibt's doch gar nicht. Gott sei Dank bin ich rausgegangen. Knospi hat das nicht mehr überlebt. Macht alle ganz schön viel Schaden, ey. Ich würde sagen, ich bin schneller, wie Geradax wegkam. Oh, what? Okay.
Okay. Geradax ist zügig unterwegs hier. Oh, das ist gefährlich. Du wirst Pam-Pam hoffentlich machen, oder? Wir müssen Gaunux erledigen eigentlich. Ach, guten Schlag, okay. Damit kommen wir klar. Oh, mein Karasuno. Okay, wir fliegen raus. Ja, perfekt. Perfekt. Ich habe gehofft, dass es kommt. Kann ich mit dem Rasierblatt jetzt beide greifen und Gaunux nämlich erledigen. Dann kommt jetzt der Pflücker von dem anderen Kanowitz und dann ist Pam-Pam auch besiegt. Ja. Aber sowas von. Einmal frei. Das kriegen wir gehandelt. Noch. So viel Schaden. Ja. Gewonnen. Aber die waren gut. Ernstzunehmende Pokémon. Die holen auf. Roxy entwickelt sich. Das ist sehr gut. Backon. Dann kriegen wir auch die Nitro-Ladung. Wir könnten Felswurf beibringen. Das wäre sehr gut gegen Infernopod. Gut gegen Infernopod. Könnte man nämlich über Nitro-Ladung schön Speed hochboosten und dann Felswurf. Vierfach Damage. Du heilst mich doch, oder? Du heilst mich nicht? Egoistisch. Mistkerl. Du hast mich geheilt. Hab nichts gesagt. Wir wollen Felswurf. Für Roxy. Wie viel Schaden haben wir? 25, oder? Genau. Da haben wir schon mit 2 die Stärke von Felskatapult ausgeglichen. Wäre also dumm, wenn wir das nicht nehmen würden. Okay. Ist nach vorn. Schalellos wäre auch nicht schlecht gewesen. Das Pokémon hier, Wasserboden. Hätte uns auch nur geholfen. Was hast du denn Schönes? Bei meiner Dampfkraft kann ich jeden Gegner davon pusten. Da wollen wir mal sehen, wie du das machen kannst, Manfred. Boden-Pokémon. Nicht zu deinem Vorteil. Ach, guter Schaden. Ah, ich hätte Eissplitter einsetzen sollen. Wie viel Schaden wird das machen? Hm.
29 KP. Na, 27. Eissturm. Ja, das ist doch erstmal. Da ist doch. Ein Upgrade. Nö. Einfach nur nö. Da ich immer noch der Meinung bin, dass Knospi Zuneigung braucht, müssen wir hier nochmal ein bisschen mehr kämpfen. Ja, es ist hier Angriff, Verteidigung. Ist okay. Treffe ich speziell an. Er wird viel Schaden machen. Sehr viel Schaden. Aber wir sind schneller. Stärker. Und wir erreichen jetzt Level 26. Ach, Knospi, komm schon. Warum bist du so? Sei nicht so. Ich weiß ja jetzt nicht, wo ich eine Sanftglocke herkriege. Könnte ich mit einquatschen, die ich jetzt irgendwo... Also ich will jetzt nicht mit einquatschen. Ich bin Roselia. Roselia ist halt schon. Haut schon gut rein. Roserade erst recht, wenn man da einen Lichtstein hat. Ja, Kabu, alles gut. Du magst es in der Mine zu trainieren, ich verstehe schon. Aber muss ich auch Tag sein, damit sich Knospi entwickelt? Haben wir vielleicht gerade Nacht draußen? Ja, okay. Das erklärt dann. Wir haben hier noch ein Pokémon, ne? Oh, hups. Können wir erstmal mit einem normalen Eissturm anfangen. Endet runter. Ah, oder okay. Was kommt rein? Finde ich aber nicht so toll. Ach komm, schaffen wir trotzdem, oder? War stark, aber... Ach, come on! Ja, machen wir trotzdem. Ach, come on! Hauzi? Ah, oh, wieder Schnäppke. Okay. Dann halt nochmal Eissturm, Aukiti. Perfekt. Da können wir bei OPG bleiben. Kurz vor guten Schaden machen. Ja, 20 KP. Aber wir machen auch guten Schaden. Hoho, sogar sehr guten Schaden. Quitter. Die Kraft ist auch nicht schlecht. Wir haben schon einen Move, der die Innet erhält, aber in der Turbo-Dreher.
Ja. Ja. So, was wird unser Counter? Ich vermute mal Smogon. Kiesling. Das ist scheiße. Das ist ein Pokémon, da muss ich die weiter. Das muss ich tauschen, um es weiterzuentwickeln. Aber okay, ist unser erster Counter. Habe ich aber auch nichts gegen, weil tauschen ist ein bisschen dämlich. Also wenn es jetzt besiegt wird, dann ist halt der Encounter hier weg. Halt schade, aber brauche ich nicht. Tschüss, Kiesli. Da brauche ich keinen Ball einsetzen. Schade, schade. Na komm, Afa, was hast du denn jetzt? Keine Ahnung. Wie die Polizisten aus. Gold, Silber. Was da? Ich hätte noch einen Kano. Da können wir jetzt eigentlich mal testweise unseren Roxy reinschicken. Da brauchen wir bei Feuer-Pokémon nicht allzu viel zu befürchten. Das ist ein guter Schaden. Ja, nochmal ein bisschen. Bitte nicht zurückschrecken. Ja, das kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Und der zeigt direkt, dass er es kann. 4 Hits. Sehr schön. So, unser Drummer hat die Level Cap erreicht. Hätte ich besser aufpassen sollen. Würde das... Ich kann ein Pokémon fangen bei der Arena-Challenge. Das ist immer ein neues Gebiet. Das ist diese Stadt. Dadurch kriege ich viele Punkte. Dadurch. Brauche ich 4 Punkte oder brauche ich 5? Ich glaube 4. Einmal fangen und 2 besiegen reicht aus. Ich will Feuerheiler kaufen. Highlighted Items können wir also brauchen wir jetzt nicht. Da haben wir noch genügend Tränke. Wir müssen einmal ins Knospi enden. Gegen Mary kämpfen. Doch zu Karasuno. Vergeltung ist nochmal schwächer, dadurch, dass ich nichts gehittet habe. Da kommt jetzt ein Pflücker.
Das tut weh. Ich hätte wenigstens. Gut, Hörner brauche ich. Hörner brauche ich. Pekko wird hart viel Schaden machen, glaube ich. Alter! Quit, okay. Was ist da in dem Modus? Oh, jetzt kommt der Step dazu, ne? Oh. Oh, Mann! Oh Mann. Oh, was ist das für Schaden? Alles klar. Ich wollte ja gerne Rosé haben, ne? Ist das ein... Ich weiß nicht, ist das Elektro-Pokémon? Das sieht halt so Elektro-Pokémon-mäßig aus, ne? Ich weiß nicht, ob es ein Elektro-Pokémon ist. Das ist halt scheiße schnell. Es ist ein Elektro-Pokémon. Wir werden noch eins verlieren. Weil das so hart viel Schaden macht. Ach, come on, Alter. Das wird auch viel Schaden machen. Oh, wir tanken das. Das ist zu wenig. Das ist viel, 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 viel zu wenig. Jetzt schrecken wir wahrscheinlich wieder zurück, ja? Nee, tun wir nicht. Okay. Komm, mehr. Das gibt's nicht. Kann meine Attacke daneben gehen? Tschüss, Roxy. Drei Pokémon verloren.
Wir haben verloren. Wir haben verloren. Ja. Wir haben die Challenge verloren. Das Mob. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Mopeke uns so fertig macht. Das war die Challenge. Das war die Challenge. Damit ist die Challenge durch. Wir haben verloren. Morpeko hat es uns gezeigt. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich will das eigentlich schaffen. Ich will aber nicht, dass es vom Videomäßigen her sich zu sehr wiederholt. Ich werde jetzt einen neuen Run starten. Ich werde nebenbei aufnehmen. Wichtige Szenen wie sowas wie eine Zusammenfassung machen dann mit einem Pokémon, die ich dann gefangen habe. Und wenn ich Pokémon verloren habe, wie ich sie verloren habe. Das wird dann wahrscheinlich nochmal so ein extra Part werden. Und dann werde ich genau an dieser Stelle wieder weitermachen, richtig? Und ja, einmal kompletter Neustart. Nice. Okay. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das war jetzt mein erster Versuch. Wir bleiben bei den keine Heil-Items. Wir bleiben bei den Regeln so. Weil so ist die Schwierigkeit drin auf jeden Fall. Ich werde als Starter wieder auf Chimpep gehen. Denke ich mal. Obwohl, ich werde jetzt als nächsten Starter ja doch, wir gehen wieder mit Chip-Hab. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Part, also dann eigentlich beim übernächsten, weil ich diesen Zwischenpart dann wahrscheinlich machen werde mit dir, wie gesagt, mit dem Fangen und so weiter. Haut rein, Leute. Schön mit dir.